Weiße Weihnachten gibt es auch dieses Jahr wieder nur auf den heimischen Modellbahnen zu erleben. Und so wundert es nicht, dass auf vielen Wohnzimmertischen oder Modellbahnkeller die Züge in eher weißen Winterlandschaft fahren. Zu Weihnachten möchte euch Blautanne TV mit auf eine Winterreise ins Sauerland nehmen. Steigt also ein, wir fahren nach Winterberg. Vor der Industriekulisse des Edelstahlwerkes in Witten macht sich 78468 mit ihrem Dampfsonderzug auf dem Weg nach Winterberg. Hier im Ruhrgebiet ist von Winter noch nicht viel zu sehen, aber es ist ziemlich kalt, was man anhand der Dampfentwicklung gut erkennen kann. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe versuchte im Januar 2020 die Wintersport-Sonderzüge nach Winterberg wieder zu beleben. Leider ein sehr schneearmer Winter und dann kam Corona. Über Westweg, Abfahrt 8:19 Uhr, heute von Gleis 3. Ich wiederhole, TWL nach Winterberg über Westweg, Abfahrt 8:19 Uhr, heute von Gleis 3. Aufgrund der schlechten Wintersportbedingungen war dieser Zug natürlich bei Eisenbahnfreunden besonders beliebt. Die Baureihe 218 erlebte ihr Revival auf der oberen Ruhrtalbahn. Zum Fahrplanwechsel im Jahr 2006 waren diese leistungsstarken Diesellokomotiven, die einst beim BW Hagen-Eckesay beheimatet waren, hier ausgeschieden und durch Triebwagen ersetzt worden. Mit der Eröffnung der Bahnlinie nach Winterberg im Jahr 1906 wurde die Region um den Kahlen Asten für die Wintersportfans interessant. Gefördert durch die damaligen Machthaber erlebte der Wintersport in den 1930er Jahren einen enormen Aufschwung. Bei guten Wintersportbedingungen war es auch damals möglich, dass gleich mehrere Züge an den Wochenenden unterwegs waren. Bespannt waren sie natürlich mit preußischen Dampflokomotiven. Die Fotografen Martin und Stefan Zöllner aus dem Sauerland
dokumentierten Mitte der 80er Jahre die letzten großen Einsätze der Baureihe 221 vom BW Oberhausen-Osterfeld. Die sonst nur noch im Güterzugverkehr eingesetzten Maschinen erregten hier großes Aufsehen bei den Eisenbahnfreunden, die aus allen Teilen Deutschlands angereist kamen. Gerne erwähnen wir auch die sehr gut gestaltete Internetseite der beiden Fotografen. www.sauerlandbahn.de. Schaut mal rein. '72 erreichte die Bergisch-Märkische Eisenbahn die Station Bestwig. Aufgrund der 11 Kilometer langen Rampe nach Brilonwald entschied man sich damals zum Bau einer Lokstation. 1923 wurde dann der damals moderne 10-ständige Lokschuppen eröffnet. Bis zum Jahre 1971 hielt sich hier der Dampfbetrieb mit Lokomotiven der Baureihe 23 und 50, die natürlich auch im Wintersport Sonderzugdienst waren. Lokführer Dieter Zunke war ein großer Fan der Baureihe 218. 1973 begann er seine Lehre im BW Bestwig. Dort arbeitete er dann noch bis zum Jahr 1979 als Schlosser. Mit Beginn der Lokführerausbildung wechselte er nach Hagen-Eckesey. Der Schein trügt, als 211.079 und 216.011 vor dem Wasserturm warten. Der Niedergang des BW Bestwig begann 1982. Es wurde Außenstelle von Hagen-Eckesey. 1984 war dann endgültig Schluss. Im Jahr 2017 wurden dann die letzten Anlagen abgerissen. Erinnerungen nur noch per Fotos. Ski und Rodel gut, wir reisen weiter durch das Negertal in Richtung Winterberg. Werner Wölke klickte am Abzweig Nuttler passend auf den Auslöser, als ein Zug Richtung Kassel fuhr. Unter Begleitung zahlreicher Eisenbahnfreunde passiert der Dampfsonderzug die St. Nikolaskirche in Wulmeringhausen. Bei wesentlich besserem Winterwetter fotografierte Werner Wölke im Negertal. Ende der 70er Jahre sollten Teile des Negertals unter einer Talsperre verschwinden. Unter anderem der Ort Brunskappel wäre dann ausradiert worden.
Schön, dass wir auch heute noch Züge im Negertal erleben dürfen. Danke an Frederik Siemann für diese schönen Szenen. Am 21. Januar 2023 schickte Nostalgiezugreisen 78468 in den Schnee. Hier erklimmt der Sonderzug kraftvoll die Steigung bei Silbach. Nur eine Woche später fuhr die Museumseisenbahn Hamm mit V200 033 und Heizlok 212 079 auch nach Winterberg. Noch einmal zurück in die goldenen 80ern an dieser Strecke, wo V200 und 218 in Citybahn-Lackierung die Züge fuhren. Ankunft im Schnee. Manche Eisenbahnfreunde suchen immer noch das passende Fotomotiv. Hat er das Typhon mit dem Moon der Kuh verwechselt? Nicht nur auf der Skipiste ist einiges los. Hoffentlich beachten alle die Vorfahrtsregeln. Auch im Bahnhof Winterberg wird kräftig rangiert und gearbeitet. Im Gegensatz zu heute war in den 80er Jahren hier richtig Rangierbetrieb. Meistens wurden gleich 4 Züge aus der Abstellung oder in die Abstellung rangiert. Sie trugen die klingenden Namen wie Winterberg Express, Astenberg Kurier, Klingender Sauerland Express oder Familienexpress und kamen aus Dortmund, Wanne-Eickel, Duisburg, Münster und Witten hierauf. Die Fotografen Wolfgang Güttler, Werner Wölke, Martin und Stefan Zöllner hielten alles im Bild fest. Danke dafür! Es ist Zeit für die Rückfahrt. Die Züge sind bespannt, Ski und Rodel war gut, jeder hatte seinen Spaß in der weißen Pracht. Wir machen uns auf den Weg zurück ins Ruhrgebiet. Bis denne und tschüss! Thank you.
Bevor die V200 jetzt die Bühne betritt, möchten wir euch allen schöne Weihnachten wünschen, alles Gute für 2024 und uns noch einmal bei allen Fotografen und Filmern für die Unterstützung bedanken. Bis demnächst, bis es wieder heißt Film ab bei Blautanne TV. Tschüss!